Zusammengefügt es könnte hier um folgende Namensgebungen gehen bei dieser vermissten und Es könnte jemand sein, der vielleicht Deborah heißt, Gundula oder vielleicht auch Tanja, und was mir jetzt noch aufgefallen ist, auch der Name Sabine könnte hier auftauchen oder Sabrina oder irgendetwas in dieser Art. Auf jeden Fall geht es bei der Person, ähm, die jetzt hier verschwunden ist um eine weibliche Person. das G wird doppelt betont. Zusätzlich haben wir hier auch noch die Buchstaben K und Q. Auch die können in dem Namen. das Q taucht heute sehr oft aus, obwohl das ja ein Namen total. Äh, mir würde jetzt spontan jemand einfallen, der einen Vornamen mit Q hat, aber egal. Das G wird besonders angesprochen und ich sehe hier drei Frauen und dann ist noch das Wort Tanz hier aufgetaucht. Tanz äh, spricht mich deswegen an, weil es geht hier um eine Frau, die etwa 40 bis 45 ist. Diese Frau hat bestimmte Eigenschaften, sie ist sehr neugierig, sie hat braunes Haar. Und blaue Augen und die Situation, in der diese Frau offensichtlich verschwunden ist, könnte eine Auslandssituation gewesen sein. Vielleicht war sie mit Freundinnen unterwegs, vielleicht eine Gruppe. Oder sie war vielleicht mit ähm, ihren Eltern unterwegs, schließlich eher aus. Ähm, es könnte aber sein, dass sie im Ausland jemanden besucht hat, für den sie tatsächlich eine verbotene Liebe war. Vielleicht war der Mann oder ist der Mann verheiratet, den sie besucht hat. Das ist auf jeden Fall die Situation, in der sie verschwunden ist. Verschwunden ist diese Frau spurlos seit etwa drei bis sechs Monaten. Und wir wollen jetzt einmal schauen. Was uns die Karten als Ausgangsbotschaft hier sagen wollen. Zunächst erstmal muss ich ein bisschen Platz machen. Ja, das sind komplexe Legungen und ich muss euch nochmal darauf hinweisen, dass diese Legungen nichts sind für schwache Nerven. Auch Menschen, die psychische Störungen haben, die posttraumatische Belastungsstörungen haben nach dem Verschwinden eines Menschen, sollten sich diese Legungen nicht anschauen. Hin und wieder können sich hier tatsächlich nützliche Hinweise verstecken, wo sich eine Person aufhält oder was ihre derzeitigen Lebensumstände sein könnten. Du musst damit rechnen, dass du vielleicht in dieser Legung etwas zu hören bekommst, was dir nicht gefällt. Möglicherweise hat sich ein Mensch entschieden, nicht zurückzukommen. Möglicherweise hat sich ein Mensch entschieden, dich zu großen, obwohl wir diese Situation jetzt hier nicht haben. Hier war jemand auf dem Weg zur Wunscherfüllung und auf diesem Weg ist es dann wiederum zu einer Entscheidung gekommen. Ähm, es kann aber auch sein, manchmal stehen die Sterne tatsächlich für Illusionen. Was können wir jetzt über diese Person herausfinden? Ich lege jetzt das komplette Deck aus und wir müssen natürlich schauen, ob er äh, diese Frauengestalt. Hier tatsächlich im Deck zu finden ist. Wenn diese Frau im Deck nicht zu finden ist, kann das unterschiedliche Bedeutungen haben. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass das Schicksal hier nichts preisgeben will über den Verbleib dieser Person. Vier oder irgendetwas anderes ich bekomme es nicht immer gezeigt das will ich jetzt nochmal dazu sagen weil ich möchte hier keinen ärger bekommen wegen angstauslösender aussagen. deswegen werde ich über das thema krankheit und tod natürlich so wenig wie möglich sagen. ganz bewusst habe ich hier eine andere legemethode gewählt um dem problem aus dem weg zu gehen. wer tatsächlich genauere informationen haben möchte über den Verbleib von vermissten Personen, der möge mich bitte über E-Mail ansprechen. Es ist für die Leute, die zurückbleiben, das Allerschlimmste, in einem schwarzen Loch zu leben. Man weiß nicht, was ist geschehen. So, und jetzt brauchen wir gerade mal ein kleines bisschen Platz. Denn wir müssen hier noch eine Reihe auslegen. Das schiebe ich jetzt einmal weg. Jetzt habe ich wieder nicht richtig abgepasst mit dem Platz, aber egal. Bleibt jetzt so. Wir wollen jetzt mal schauen, was die Person so umgibt. Entweder eine Person, die Deborah heißt oder Sabine oder Sabrina oder Gundula oder Tanja möglicherweise. Eine neugierige Person mit braunem, glattem Haar und blauen Augen. Und diese Person war irgendwo im Ausland unterwegs. Und wir wollen jetzt mal schauen, was das Kartenbild so dazu sagt. Ich suche jetzt als allererstes nach der Frau, weil wir fragen hier nach einer Frau. Und wir müssen natürlich erst mal wissen, ob diese Frau da ist sie. Oh, schau dir das an! Das ist wirklich interessant. Was ich dir jetzt schon mal sagen kann, egal wen du vermisst, lieber Angehöriger, Ehemann, Ehe, nicht Ehefrau, äh, lieber Freund. Äh, Deine weibliche Person, die vermisst wird, hat ihr Leben da wo sie ist sehr gut im Griff und ich sehe es so, dass sie wohl auf ist. Das ist schon mal die sehr, sehr gute Nachricht. Es ist eine beliebte Frau, es ist eine. Wohlwollende Frau, es ist auch eine sozial denkende Frau, und diese Frau liegt hier mit einem Mann als Paar. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, dass diese Frau, ich schaue erstmal weiter, was hier unten noch ist. Denn ich muss die gesamte Zukunftslinie sehen. Deswegen. Wenn dir das Umdrehen zu lange dauert, kannst du auch immer ein Stückchen vorspulen. Das ist aber hier ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge mit Ruhe und Bedacht angeht, weil das noch sehr komplexe Legungen sind. Und da muss ich manchmal auch ein kleines bisschen überlegen was hier was ich dir genau sagen kann ach, guck mal das hier was wir vorhin hatten liegt jetzt hier ganz unten das heißt Was tut ähm, diese vermisste Person? Erstens, sie hat ihr Leben im Griff und sie ist entweder verheiratet oder festleiert. Das heißt, es geht dieser Person gut und sie ist froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe euch gewarnt, ich habe gesagt... Dass ich euch möglicherweise etwas sagen könnte, was euch nicht gefällt. Und ich bin mir sicher, einige unter euch hören sich dieses Video an, weil sie hoffen zu hören, wie schlecht es der Person geht, dass sie zwar wohl auf ist, aber dass sie ihre Entscheidung bereut oder sowas in dieser Art. Äh, wenn auch immer das eine heimliche Liebe war, so ist sie doch gediehen. Und. Was damals passiert ist, dass diese Person im Ausland und ich bekomme jetzt im Moment keine Auskunft darüber, was das für ein Ausland ist. Sie war zunächst erstmal, wollte die Familie diese Verbindung nicht. Und dieser Mann war zunächst gebunden äh, und. Die Beziehung ist gediehen, auch wenn es über neun Monate oder sage ich mal über neun Wochen sagen, was mal so. Die wird ja erst sechs bis acht Monate, drei bis sechs Monate vermisst. Es hat eine Weile gedauert, bis das religiöse Umfeld des Mannes ähm, diese Frau akzeptiert hat. Es scheint aber so zu sein, dass die beiden tatsächlich entweder ein Paar geworden sind oder offiziell auch verheiratet. Ähm, ich hatte vorhin keinen Hinweis darauf, dass die vermisste Person hier bereits verheiratet war, aber sie ist jetzt gebunden. Aber ich muss eines dazu sagen: ähm, dass die eher anfangs glücklich ist oder noch glücklich ist, aber tatsächlich hier auch im Laufe der Zeit Schwierigkeiten auftauchen werden. Was nämlich Sache ist, dass dieser Mann, der jetzt an deine vermisste Person gebunden ist, der wird sich nämlich in relativ naher Zukunft von dieser Person abwenden. Du siehst ja, dass dieses Paar sich hier nicht anschaut. Ja, ich hoffe, du kannst das gut sehen. Warte mal eben ein bisschen runter die Kamera damit du das noch besser sehen kannst. Die schauen sich nicht an, sondern hier liegen die Rücken an Rücken. Und das ist so ein bisschen der Preis. Das ist so ein bisschen der Preis, der hier dafür bezahlt werden muss, dass man sich etwas genommen hat, was einem nicht zugestanden hat. Und ich sehe hier auch religiöse Aspekte in diesem Verlauf. Das heißt, hier gab es Blockaden, Schwierigkeiten bei der Veränderung. Es ist jetzt erstmal gut ausgegangen. Man ist offiziell ein Paar, aber das wird leider Gottes nicht so bleiben. Das heißt, was diese Frau direkt zu erwarten hat, ist eine Nachricht, die etwas mit ihrem Mann, ihrem Lebenspartner zu tun hat und es hat etwas zu tun mit Traditionen und irgendwie hat es auch etwas zu tun mit den Ahnen, die nicht mehr bei uns sind oder Ahnen der Familie. Es könnte also hier auch um ein Ahnenproblem gehen. Es kann gut sein, dass diese Dame, die unsere vermisste hier Karma verursacht hat und dass es deswegen auch zu Unruhe in der Ahnenlinie gekommen ist. Worauf schaut diese vermisste Person zurück? Ähm, sie schaut darauf zurück. Und ich habe hier auch wieder so einen Hinweis. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, in welchem Land. Es ist auf jeden Fall ein Land, wo auch weiter weg ist, Übersee. Es das heißt, es ist auf jeden Fall ein Ozean dazwischen. Das muss aber nicht Amerika sein, das kann natürlich auch die Kanarischen Inseln sein oder es können die Kapverdischen Inseln sein oder sonst irgendetwas. Ja, diese, die, unsere Vermisste schaut zurück in die Vergangenheit, weil ihr Blick ist in die Vergangenheit gerichtet. Und trotzdem hat sie natürlich ihr Leben im Blick. Warum hat uns die äh, Nachricht von dieser Vermissten äh, erreicht? Es ist auf jeden Fall ein Ort. Es könnte auch eine Insel sein mit einem Leuchtturm, wo diese Person ist. Diese Insel ist in der Tat sehr weit weg, sehr grün. Wasser haben wir hier auch. Das heißt, es ist auch von Wasser umgeben. Sehr umständlich, sehr schwierig zu erreichen. Ähm was wir de facto aber festhalten müssen, diese Person ist wohlauf, es geht ihr gut. Und diese Person verdrängt tatsächlich, was sie ihren Angehörigen, und hier stehen zum Beispiel die Ahnen, die stehen auch manchmal für die Verstorbenen, aber vielleicht hat sie sogar ihre Ahnen, ihre Familie, ihre Angehörigen so ein bisschen... In den Bereich des Nicht-Existenten verbannt. Warum tut sie das? Sie hat das natürlich aus gutem Grund verdrängt, weil sie ansonsten in ihrem Gewissen auch nicht standhalten könnte. Vielleicht hätte auch sie selber religiösen Normen Folge leisten müssen, um diese Liebe zu leben. Ähm Trotzdem aber, wie sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen. Ja? Hier liegt auch die Unehrlichkeit, hier liegt auch so ein bisschen das Manipulative. Und ich könnte mir vorstellen, in der Vergangenheitslinie, so wie wir da durchschauen, hat sie tatsächlich lange und sag ich mal, so hinterlistig Vorbereitungen getroffen um dieses Vorhaben zu realisieren. Das heißt, sie hat möglicherweise längere Zeit anderen Leuten in einem alten Umfeld etwas vorgemacht. Und sowas macht sich nie bezahlt, sondern wenn wir unfair oder nicht so... Ich will das gar nicht bewerten, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich sage nur, was Sache ist, was ich hier reinbekomme, was hier zu sehen ist. Es ist auf jeden Fall, jetzt schauen wir nochmal da rein, was ist nicht in ihrem Leben? Unzuverlässigkeit und Lügen sind nicht in ihrem Leben. Was ist in ihrem Leben? Jetzt habe ich hier auch noch einen Besucher drin während des Videos. Das macht mir überhaupt keine gute Laune, weil ich möchte diesen Besucher hier nicht. Egal. Es sieht mir so aus, dass sie nicht so wohnt, wie sie gerne wohnen möchte. Sie wohnt aber einigermaßen gut. Offensichtlich ist es doch auch eine, der Wohnraum liegt in einer sonnigen Gegend. Ich habe hier keinen Hinweis auf kalte, Kälte oder Eis, weil der Sarg hier nicht drin liegt. Es ist auch nicht so übertrieben windig. Der Norden ist komplett ausgeschlossen. Also, eigentlich hat sie mit ihrer Entscheidung, auch wenn es dir jetzt wehtut, Glück gehabt, ja, weil sie hat etwas erreicht, was sie erreichen wollte. Und sie hätte das nicht erreichen können, wahrscheinlich auf normalem Wege. Das heißt, sie hat etwas getan, aber sie wird auch den Preis dafür bezahlen müssen. Wichtig ist, dass diese Person nicht irgendwo. Ähm, irgendwo liegt und äh, dass ihr irgendetwas passiert ist. Das ist schon mal das Wichtigste. Und ich muss dir eins sagen, weil ich bin immer halb froh, wenn ich sowas in den Legungen nicht sehe, weil ich muss dann dreimal nach Worten suchen, wie ich das am besten ausdrücke. Ja. Also, deine vermisste Person, deiner vermissten Person geht es gut. Und ich habe keinen Hinweis darauf dass sie ich habe hinweise darauf dass sie in die vergangenheit schaut dass sie immer wieder auch über die ahnenreihe gezwungen wird in die vergangenheit zu schauen und alleine verreist habe ich hier auch liegen ja alleine verreist über ein großes wasser und ich habe hier doppelte wasserbetonung und das hat sie möglicherweise sogar irgendwie auf eine nicht ganz ehrliche Art und Weise gemacht. Also es war so eine Sache, wo ich mir gut vorstellen konnte, dass hier unterkulturelle Konflikte gegeben hat. Christ, Muslim oder sonst irgendetwas. Das ist sehr gut möglich, aber es spielt auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall erstmal für dich als zurückbleibende Person, als die Person wichtig zu wissen, dass es hier um Liebe ging und zwar nicht um die Liebe zu dir, sondern oder wenn du jetzt zum Beispiel ein Mann bist, ging es nicht um die Liebe zu dir, sondern es ging tatsächlich um die Liebe zu einem anderen Mann. Das ist die Gewissheit, die ich dir geben kann, dass diese Person wohl auf ist, dass sie lebt, dass sie sozusagen man sieht, dass auch ihr Leben im Griff hat, dass sie in einem sozialen Umfeld ist, dass sie offensichtlich auch irgendwo wohnt, wenn vielleicht auch nicht so, wie sie sich das erhofft hat. Es wird wahrscheinlich nicht im Luxus sein, wie sie wohnt. Was sie beruflich macht, ist jetzt im Moment ein bisschen schwierig zu sagen. Es könnte sowas sein wie Helfen, Kellner, Pflege. Also es ist auf jeden Fall kein, keine leitende Tätigkeit oder es ist jetzt auch keine hoch angesagte Tätigkeit, aber sie verdient ihr Brot. Ja, Das Leben kann gemanagt werden. So, welchen Rat kann ich dir zum Abschluss geben? Was solltest du jetzt mit dieser Angelegenheit anfangen? Du verdienst das Beste. Ja, du verdienst das Beste. Und was wäre nicht das Beste für dich gewesen? Diese Beziehung. Diese Beziehung wäre nicht das Beste gewesen, weil... Du nicht die Person warst, die geliebt wurde. Du solltest das bekommen, was du dir wünschst, du solltest das bekommen, was du verdienst. Und Kompromisse hätten nicht in dein Leben gepasst. Insofern, ich sehe zwar jetzt hier nicht das Karma kreuz, aber hier könnte man auch auf das Karma schließen mit dem Turm hier. Ähm, einfach deswegen, weil. Saturn ist der Wächter des Karmas und wenn Saturn merkt, dass irgendwas faul ist und es war was faul mit dieser Sache, ähm, dann ist es, dann, wenn du die, vielleicht hast du die Intuition auch schon gehabt, als diese Person noch da war. ja, Vielleicht hast du auch gemerkt, dass da noch was anderes war, vielleicht hast du sogar gemerkt, dass da noch ein Dritter im Bunde war, der vielleicht die Sympathien deiner Partnerin streitig gemacht hat. Vielleicht hast du auch als Mutter oder Vater gemerkt, dass da irgendwas im Busch war, was du nicht wolltest. Ich würde an deiner Stelle immer weiter zu deiner Meinung stehen. Du weißt, dieser Person geht es gut. Aber wenn du der Meinung bist, dass so eine Handlungsweise nicht richtig ist, dann solltest du bei dieser Meinung bleiben. Ja, liebe Zuschauer, ich schließe die Legung jetzt. Wir sehen uns. Macht's gut.